So ein dritter und letzter Punkt. Erkenne deine Identität als Sohn und Tochter Gottes. Ja? Erkenne diese Identität, also über eine klare Identifikation mit Jesus hin zur Identität in Christus Jesus. Ja? Du identifizierst dich mit Jesus. Du wirst eins mit ihm. Ja? Interessant, das ist so eine wichtige Bibelstelle, 2. Korinther 5, Vers 20. Ja? Wir sind Repräsentanten des größten Königs aller Könige. Darum sollen wir ihn auch in seiner Vollmacht und Autorität repräsentieren. Das ist Christsein, einfach. Ja? Wir sind Repräsentanten des Königs aller Könige. Es werden sich mal alle Knie vor ihm beugen. Und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ob er an ihn geglaubt hat oder nicht. Ja, so heißt es im Philippa. Ja, Brief. 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Wir haben eine Not, wie Jesus sie hat. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat sein Kreuz wirklich durchlitten. Er hat sich hochgekämpft, damit wir zurück zum Vater kommen können. Das ist die einfache Botschaft des Evangeliums. Darum blühe dort, wo Gott dich hingestellt hat, sage ich immer. Ja? Dort, wo du stehst, sei ein Licht und ein Zeugnis, Licht und Salz für den Herrn. Im 1. Korinther 15, Vers 10 heißt es, alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Alles, was du bist, alles, was du schon erarbeitet hast, was du dir aufgebaut hast, egal was es ist, ist Gnade von Gott. Erkenne es als solches. Und seine Gnade hat es mir nicht vergeblich geschenkt. Deine Gaben und Talente hast du nicht vergeblich bekommen. Du wendest sie zur Ehre Gottes an und verherrlicht Gott damit. Darum blühe, wo Gott dich hingesät hat. Das war so eine schöne Blume, Wiese. Ja? Wir kennen alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennt ihr alle, ja? Es ist so interessant, da wollte ein Sohn, er hat zwei Söhne gehabt, ein Vater zwei Söhne. Und der eine Sohn wollte sein Erbe haben. Er wollte sein Erbe haben, er wollte ausziehen, ja, und wollte irgendwo in die Welt ziehen und das Leben irgendwo genießen. Aber ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, ja. Er hat alles verprasst mit Freunden, mit Huren, alles durchgebracht, was er an Geld und Erbe bekam von seinem Vater. Und im Endeffekt war alles weg, ja. Geld weg, Freunde weg, ja. Viel Geld, viele Freunde, wenn das dann weg ist, dann hat man nichts mehr. Im Endeffekt musste er Schweine hüten. Und er hat aus dem Trog der Schweine gegessen. Ja? Er hat die Reste da. Ja? Er war ganz, ganz arm und tief, tief, tief runtergekommen. Aber dann lesen wir in Lukas, diese Geschichte steht in Lukas 15, ja, könnt ihr daheim mal durchlesen. So machte er sich auf den Weg, also ganz unten war zu seinem Vater. Und dann lesen wir etwas Interessantes. Ja? Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, lief ihm um den Hals und küsste ihn. Hier können wir den Charakter Gottes. Erstens mal zeigt uns Jesus in dieser Geschichte, Gott akzeptiert den freien Willen, den du hast. Du darfst entscheiden, wie du willst, mit Gott oder ohne Gott. Er zwingt niemand. Hier hast du dein Erbe, geh, leb dein Leben. Probier es aus. Aber weißt, du sollst wissen, bei mir ist es besser. Hat er ihm nicht gesagt, aber eigentlich hat er das gewusst. Ja? Und dann kommt dieses Warten in Geduld. Steht über jedem Menschen. Ja? Gott wartet in Geduld, dass sie zu ihm kommen. Der himmlische Papa hat schon die Arme ausgebreitet. Er hält Ausschau nach jedem Herzen. Ja? Doch sie kommen nicht. Er guckt, wann kommt er zu mir? Wann geht er mit mir? Ja? Und dann diese bedingungslose Annahme. Es ist interessant, wir lesen nichts von Schuldzuweisung. Ich hätte zuerst mal gesagt, das konnte ich mir denken, dass du unter den Schweinen landest. Ja? Hätte ich mal gesagt, jetzt kommst du nochmal. Ja? Jetzt kommst du mal angedackelt. Jetzt ist der Vater nochmal gut. So hätte ein egoistischer Vater gemacht. Ja? Aber Gott, der Vater, breitet seine Hände aus und nimmt ihn, stinkend vielleicht, wie er noch ist.
mit seinen Lumpenkleider und nimmt ihn und gibt ihm neues Gewand, einen Ring an seinen Finger und feiert eine Big Party, weil der Sohn nochmal zurückgekommen ist. Ebenso feiert der Himmel mit seinen Engeln, wenn ein Sünder sich bekehrt. Wenn ein Sünder Buße tut, feiert der ganze Himmel, die ganze Engelschar. Ja? Aber da gibt es der zweite Sohn und der hat ein Problem. Also in meinen Augen ist der zweite Sohn eher der verlorene Sohn. Weil der verlorene, der gegangen ist, kam ja wieder zurück. Aber der zweite hat ein Problem. Was war sein Problem? Er aber antwortete und sprach zum Vater, dieser daheimgebliebene Sohn. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der sein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er war also voller Eifersucht und voller Neid. Das kann doch nicht sein, dass du dem jetzt so viel dahermachst, ne? Aber dann kam die Antwort, ja? Die Antwort ist wieder bemerkenswert, ja? In Lukas 15, 31. Er sprach zu ihm, ja, der Vater sprach zu diesem Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alle Zeit bei mir. Und da kommt dieser Satz: Was mein ist, das ist dein. Im gewissen Sinne sagt er: Du hättest alles können holen. Du hättest mit deinen Jungs können jeden Tag eine Party feiern. Es war genug da. Du hast nicht gemacht. Warum? Du lebst wie ein Knecht. Du lebst nicht wie ein Sohn. Darum müssen wir es lernen, wie einen Sohn zu nehmen, ja, zu leben. Wir müssen uns die Ressourcen des Himmels zu eigen machen und müssen das nehmen, was Gott uns bereitgestellt hat, um sein Reich zu bauen. Ja? Hier heißt es dann, du sollst aber fröhlich sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Wie er sich im Endeffekt entschieden hat in seinem Leben, wir wissen nicht. Vielleicht ist er wirklich verloren gegangen, weil er voller Neid und voller Eifersucht war und voller Gram, dass der Papa, der barmherzige Vater, so könnte man diese Geschichte auch nennen, wirklich so gehandelt hat. Und so ist unser Gott. Jesus sagt uns dieses Bild, damit wir erkennen, wie unser Gott ist. Also lerne es, als Söhne und Töchter zu leben. Lernen wir es. Söhne und Töchter lassen sich vom Heiligen Geist anleiten. Ja? In Römer 8, 14 und 15 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen. Regieren lassen, da steht dieses griechische Ago. Leiten lassen, anleiten lassen, regieren lassen. Sind Gottes Kinder, sind Kinder Gottes. Ja? Also wer sind Kinder Gottes? Die sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Du hast kein Sklavenverhältnis mit Gott. Du hast kein Knechtverhältnis mit Gott. Du hast ein Sohnverhältnis und ein Tochterverhältnis mit Gott. Ja? Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Huios, zu Söhnen. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: Aber lieber Vater, aber lieber Vater. Das heißt, das ist ein Liebkosungswort. Aber mein Papa im Himmel. Du bist mein Papa geworden durch Jesus Christus. Die größte Gnade, die es in dieser Welt gibt. Wir dürfen kommen und dürfen aber sagen, weil Jesus, der Papa, der im Himmel, der schaut uns an. Jesus hat sein Kreuz zwischengeschaltet. Sein Blut ist geflossen für meine Schuld, für deine Schuld. Und ich kann aber rufen, Papa im Himmel. Sag mal, Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater ist besser wie Gemeinschaft mit dem Papst. Du hast Gemeinschaft mit der größten Persönlichkeit des Weltalls. Gewaltig, unfassbar. Und du bist schon noch Erbe mit Jesus Christus. Das ist doch so schön und deswegen lebe als Sohn und Tochter. Du hast eine Beziehung zum Heiligen Geist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Trinität Gottes wird dir groß und du erkennst sie als Persönlichkeiten an für dein Leben. Jesus sagt über den Heiligen Geist, der Helfer. Andere Übersetzung steht der Tröster oder der Fürsprecher oder der Ratgeber, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst. Da steht Parakletos und das gilt für all diese Bedeutungen. Dieses griechische Wort hat öfters mehr Bedeutungen. Aber all das trifft zu. Ja, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist
den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er erinnert uns. Er erklärt uns das Wort Gottes. Der Geist Gottes zieht ein und ich kriege den Hunger, die Bibel zu lesen. Ich will es wissen. Gott, wer bist du? Was ist dein Charakter? Was ist dein Herzschlag? Was willst du von mir? Was sind deine Pläne? Was sind deine Ziele? Was sind deine Absichten? Das zeigt dir der Heilige Geist. Darum brauchen wir so diese Beziehung zum Heiligen Geist. Ja, lehre und leite uns. Ein starker Lehrer, ein Partner und Freund. Ja, also lebe nicht mehr als Knecht oder als Magd. Das ist gut zu wissen. Das ist die Autorität, die Gott dir gibt, wenn du ein Gotteskind bist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist. Zu den Galater sagt er in Kapitel 4, 6 und 7 Elberfelder Übersetzung, weil ihr aber Söhne seid, dort steht nicht, weil ihr aber Knechte seid, ja, weil ihr Söhne seid mit Jesus, ja, sandte Gott den Geist seines Sohnes. Ja, der Heilige Geist, auch der Geist seines Sohnes, von der Trinität Gottes, ja, sie ist hier vereint, auch in diesen Versen, ja, sandte Gott den Geist seines Sohnes, der dreieinige Gott, in eure Herzen. Gottes Geist gibt deinem Geist das Zeugnis, dass du Gottes Kind bist. In deine Herzen, ja, muss geschehen, Heilsgewissheit, Wiedergeburt, Neugeburt, neue Kreatur, in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, Papa im Himmel, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, so auch Erbe durch Gott. Deswegen stelle ich das manchmal mit einer Krone dar. Ja, jetzt haben wir die ganzen Beerdigungsfeiern von der Queen gesehen, Queen Elisabeth, ja, was sie da, 10 Tage Trauer und Millionenaufgebot von Sicherheitskräften, um diese liebe Frau als Mensch da einfach zu beerdigen und ihr die Ehre zu geben. War ja auch eine gläubige Frau, interessant. Ja. Sogar Billy Graham hat ihr immer wieder gepredigt und sie hat immer den eingeladen in ihre Kapelle, damit er ihr predigt. Und Billy Graham, das war Maschinengewehr Gottes, ein Evangelist, der weltweit bekannt ist, ja, der hat ihr gepredigt. Und sie sagt auch, dass in Christus ihr das Licht gibt, das Evangelium ihr das Licht für ihr Leben gibt und die Kraft. Die hat 70 Jahre regiert. Und die Bibel sagt, dass ein König gesetzt ist 70 Jahre und nicht mehr. Interessant, dass mit 70 Schluss war. Weil die Bibel es schon sagt, genauso wie dem Menschengesetz ist 100 oder 120 Jahre, dann Schluss. Ja? Mehr ist nicht gegeben. Gott ist genial und die Bibel ist auch genial. Letzten Sonntag habe ich darüber geredet. Ja? Also erkenne wirklich auch diesen Missionsbefehl, dass du ihn ausführst. Ja? In Markus Evangelium 16, 15 bis 16 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Allen Menschen, ja, und glaubt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ganz klar, Worte Jesu, ja, durch Glaube empfangen wir Rettung. Aber welche Zeichen folgen autorisierten Jüngern oder Jüngerinnen? Was folgt ihnen? Was geschieht? Ja, eben haben wir schon einiges gelesen, ja? Markus 16, 17 und 18. Diese Zeichen aber werden sie begleiten. Das geschieht, wenn sie das Evangelium verkünden. Das passiert, ja? Die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Dämonen, wenn sie sich manifestieren, Satans Engel, die gefallen sind, die wollen einen Mensch kaputt machen, ihn töten, ihn in die Hölle schaffen, ja? Aber du hast Autorität in Jesu Namen. Raus! Ja, in Jesu Namen, die scheuen den Namen Jesus, ja, wenn dämonisierten Menschen vor dir stehen und du sprichst den Namen Jesus in Autorität aus, zucken die schon zusammen, weil die kennen Jesus, er war im Himmel schon bei ihnen und die Engel kannten ihn und sie haben ihn dort schon angebetet, bis sie dann Luzifer angebetet haben, ja. Interessant, sollte man alles richtig einordnen können. Im Namen Jesus werden die Dämonen ausgetrieben. Sie werden in neuen Sprachen reden, ja, in anderen Sprachen, ja. Sie sind geistgetauft, sie haben die Zungenrede. Sie reden in anderen Sprachen, eine übernatürliche Gabe von Gott, die dich erfüllt. Paulus sagt, ich rede mehr in anderen Sprachen wie ihr alle, weil er dadurch Kraft bekam, seinen Dienst auszuüben. Es ist eine Kraftausrüstung zum Dienst.
Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ja? Deswegen sage ich immer, legt die Kranken auf die Kranken und es wird zumindest besser mit ihnen. Du bist es nicht erheilt. Du sagst, alle Ehre dem Herrn, wenn er dann geheilt wird. Es ist seine Ehre, Gott hat es gemacht. Aber ich habe das ausgeführt, was Jesus mir gesagt hat. Betet für die Kranken. Fühl dich nicht zu klein, wenn einer krank ist und hat Not. Sag ihm nicht, wie viele Tabletten er nehmen muss, welche Ärzte er besuchen muss. Du, ich glaube an einen Gott, der heilen kann. Darf ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott dich berühren will. Darf ich für dich beten? Und dann betest du ganz einfach. Und Gott handelt, weil er die Menschen liebt und ihnen zeigen will, dass er lebt. Ja? Das ist so gut. Und dieses Bild vom Löwe und der Katze, anderes Bild. Ja? Eine neue Identität, erkenne dein Potenzial als Königskind und wisse einfach, wenn du Gottes Kind bist, dann musst du dieses Revier behalten. Ja? Seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Sei stark in Jesus, leg die komplette Waffenrüstung an, damit du den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen kann. Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingt. Aber du bist ein Gotteskind und du hältst dein Revier sauber. Ja? Dort, wo der Feind rein will, in die Familie oder in die Gemeinde, in Jesu Namen, hier herrscht der Geist Gottes. Und nicht der Geist des Teufels, in Jesu Namen. Ja? Löwen lassen den Feind nicht in ihr Revier eindringen. Die vertreiben ihn. Ja? Deswegen ist er ja auch der König der wilden Tiere, ja? Der Löwe. Damit bin ich am Ende. Nochmal ein Fazit, ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr könnt. Ein Fazit, erkenne deine Identität in Christus. Das ist so was Tolles, ja. Die Abstimmungsurkunde für Christen ist, ich bin Gotteskind und zu seinem Ebenbild geschaffen. Ich bin durch den Glauben an Christus gerecht gemacht. Und diese grundlegende Wahrheit ist ganz wichtig, um meine geistliche Identität zu erkennen. Ganz neu, ja. Das ist so gut. Also wenn du noch kein wiedergeborenes Gotteskind bist, nimm Jesus in dein Herz auf, lad ihn ganz einfach ein. Ich will noch nachher mit uns im Gebet sprechen, das könnt ihr im Herzen oder auch so laut mitsprechen. Das ist eine Lebensübergabe an Jesus Christus. Aber ein zweiter Gedanke war, deine Identität ist es, Licht und Salz für Jesus zu sein. Deine Autorität zu gebrauchen als Jünger und als Jüngerinnen. Lebe nicht wie der daheimgebliebene Sohn, der alle Zeit eine Party feiern konnte, der die Ressourcen des Papas nicht genutzt hat. Ja? Es ist ja einfach so, ja? Man kann das nehmen, was der Papa hat. Und der Papa freut sich, ebenso ist Gott. Er freut sich, wenn wir uns vom Himmel einfordern. Ja, du hast da ein neues Hüftgelenk, du kannst ihm das jetzt einbauen. Das ist ihm möglich. Ja? Gott hat alles, er kann alles tun. Bei Jesus ist alles passiert und wir dürfen es ebenso glauben. Er hatte alle Ressourcen nutzen können, dieser zweite Sohn, doch er lebte als Knecht. Und das wollen wir nicht. Wir leben als Söhne und Töchter Gottes. Ja? Und jetzt will ich mit uns dieses Übergabegebet sprechen und ihr könnt es laut mitbeten, wenn ihr das im Herzen so erkennt. Ja? Ist dieses Übergebet von den Bendorfer Kärtchen. Ich finde das sehr gut. Ja? Also sprich es laut mit, wenn du es im Herzen hast. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Bitte komm in mein Leben als mein Erlöser und Herr und verändere mich so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein Gebet beantwortet hast und in mein Leben
gekommen bist. Amen. Wenn du das von Herzen mitgesprochen hast, dann bist du jetzt ein Gotteskind. Ja? Er wird dir dann noch aufzeigen, was deine Sündenschuld ist. Bekenn sie ihm, so er Sünden bekennt, ist er Gott treu und gerecht und er vergibt dir seine Schuld. Ja? Und dann können wir spreche deine Identität laut aus. Also die Frauen sagen, ich bin eine geliebte Tochter Gottes und werde meinen Herrn verherrlichen. Und die Männer sagen, ich bin ein geliebter Sohn Gottes, werde meinen Herrn verherrlichen. Dafür lebst du in Christus, wenn du ein Gotteskind bist. Ich will nur einmal beten. Vater, ich danke dir so, dass du uns hilfst und dass du uns segnest und dass du wirklich uns dein Liebstes gabst, deinen Sohn, damit wir einen Weg zu dir zurück haben, Vater. Dass wir wirklich aber, lieber Vater, rufen dürfen, Herr. So bitte ich dich, dass jeder Zuhörer so erkennt, was das Evangelium in sich trägt. Dass diese Identität in Christus ausgelebt wird. Als Söhne und Töchter Christi, Herr. Hilf du, Herr Jesus, dass wir Licht und Salz sind für dich. Dass wir diese Welt und unser Umfeld beleuchten, Herr. Mit deiner Wahrheit. Du bist das Licht der Welt und wir folgen dir nach. Und damit die anderen Menschen um uns herum auch das Licht der Welt bekommen. Jesus, du bist der Herr über alle Dinge, Herr. Und wir wollen deine Jünger und Jüngerinnen sein. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, Herr, dass wir von dir, Herr, im Glauben mehr einfordern. Dass wir von dir mehr erwarten, dass wir die Pflöcke weit stecken und erwarten, dass du unser Umfeld rettest, unsere Familien, unsere Freunde und Bekannten, unsere Mitmenschen, Herr, dass du in ihr Leben kommst. Vater, leite sie zur Buße, Herr, dass sie die volle Erkenntnis bekommen über das Evangelium, Herr, dass sie dein Wort schätzen und lieben lernen und dass sie dir, Herr Jesus, nachfolgen. So segne euch der allmächtige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.